Dieser Fußball steckt voller Rasseln. Sebastian Schäfer muss sich auf sein Gehör verlassen. Der 26-Jährige bewegt sich im wahrsten Sinne des Wortes blind auf dem Platz. Die Sehbehinderten tragen zusätzlich Augenbinden. So haben alle die gleichen Voraussetzungen. An Seitenbande und hinter Tor stehen Rufer, die Orientierung bieten. Hat Sebastian Schäfer den Ball, muss er laut das spanische Wort Voy rufen. Heißt übersetzt, ich komme. Das rasante Spiel erfordert blindes Vertrauen. Also das Wichtigste, was die Ausrüstung angeht, ist im Blindenfußball der Kopfschutz. Wir haben im ersten Jahr der Blindenfußball-Bundesliga im Jahr 2008 noch ohne Kopfschutz spielen dürfen. In diesem Jahr kam es allerdings zu erheblichen Verletzungen im Kopfbereich, sei es Platzwunden oder anderartige Verletzungen, sodass für die Saison 2009 der Kopfschutz als verpflichtend eingeführt wurde. Um zu sehen, welche Leistung Sebastian Schäfer im Spiel vollbringt, reicht ein Klecks Fettcreme. Mit einer Netzhautkrankheit kam er auf die Welt und verliert seitdem immer mehr an Sehvermögen. Heute kann der 26-Jährige gerade noch hell und dunkel unterscheiden. Und trotzdem schaffte er sein Jurastudium. Buchstabe für Buchstabe, mühsam erarbeitet er sich die Gesetzestexte und ist gerade dabei, noch zu promovieren. Die Arbeit am Text zeigt ihm aber auch deutlich, er braucht immer größere Buchstaben. Und bald wird er wohl auch die nicht mehr erkennen. So hat mich das nie davon abbringen können, einfach meiner Begeisterung nachgehen zu können. Und ich habe nach und nach festgestellt, dass egal was man im Leben anpackt, die Begeisterung immer groß genug sein muss. Denn dann lassen sich alle Hürden, alle Schwierigkeiten, alle Hindernisse auch mit Leichtigkeit nehmen. Mental wie körperlich muss er Höchstleistung bringen und trainiert fast täglich in seiner Küche am Laufband. Hier kann er sich gefahrenlos bewegen. 9 Mannschaften gibt es in der Bundesliga der blinden Fußballer. Hier wurde genauso der deutsche Meister ausgespielt, wie es im normalen Fußball auch der Fall gewesen ist. Natürlich freut man sich über Siege, natürlich ärgert man sich über Niederlagen. Aber letztendlich stellt sich doch immer wieder heraus, dass die Spielerinnen und Spieler der Fußball-Bundesliga einfach glücklich sind, trotz Behinderung ihrem Hobby Fußball nachgehen zu können. Im Vergleich zu Brasilien oder Spanien fristet Blindenfußball hierzulande noch ein Schattendasein. Erfolgreiche Spieler wie Sebastian Schäfer sind gerade dabei, dies zu ändern.